So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zu Clicker Hero. Erst unser erster aktiver Test, oder für unser Quatsch, unser erster Test mit dem aktiven Bild. Wobei, stimmt gar nicht, das ist schon der zweite Test. Ja, ich würde mal sagen, die Wörter an sich sprechen schon mal für sich, ne? Also, naja, nicht ganz. Also, wir haben schon ein bisschen weniger. Oha. Wir haben ganz schön weniger. Ich meine, wir haben mehr als 1000 Level dazu bekommen, aber gerade mal 1 E3 mehr an Hero Souls. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Ja, woran liege denn das? So, was ist hier los? Ach Gott. Schon wieder einer krepiert. Oh, schon zwei krepiert. Kann es sein, dass der gerade jemanden holen war? Noch einen weiteren? Und dabei sind gerade gestorben? Oh, oh mein Gott. Und die brauchen alle noch 10 Stunden, 16 Stunden, 40 Stunden. Okay, die Söldner können wir vergessen. Easy. Gott, hat der gerade lange gebraucht. Okay, hier hat sich soweit nichts getan. Wir haben einen neuen. Ist auch egal. Ja. Na gut, wir können mal warten, bis die Skills hier ausgedingst haben und dann können wir nochmal die ganzen Skills verwenden. Das bringt nochmal einen ganz schönen Boost. Tatsächlich. Ha, 750. Naja, bald kommen wir ans Skuran. An den Typen hier. Mal gucken. Noch 3 Minuten. Tja, wir bräuchten noch ein Ei. Wobei, eigentlich nicht. Nein. Eigentlich gar nicht. So. Hier gibt es auch nichts. Gott, könnte 5 Minuten lange dauern. So, wie viel haben wir? Achso, ja klar, immer noch 13. Wir haben ja eben. Tja, wie viel würden wir jetzt so bekommen? Eigentlich, na, 15 dazu würden wir jetzt so bekommen. 15, das heißt, ja. Wir hätten ja schon fast 30 Ancient Souls. Aber die Sache ist, wenn wir jetzt schon so extrem runtergedroppt sind, dann schaffen wir in der Ascension maximal 1 E2. Aber wirklich Maximum. Ich meine, wir dürften zwar Zone 100, Zone 12.000 zwar überwinden, das dürfte drin sein. Aber das war ja eigentlich für diese Ascension geplant, ne? Und nicht erst für nächste. Holla die Waldfee. Na gut, ich meine, wenn wir bis morgen. Nein, nee, glaube ich, komm. Ich wollte gerade sagen, wenn wir bis morgen 1 E3 schaffen noch zu halten, dann haben wir zumindest über 2 Ascension 1 E6. Aber wenn wir jetzt schon von 1 E6 auf 1 E3 runter sind, dann werden wir in der Ascension bis morgen maximal 1 E2 erreichen. Zumal ich jetzt sowieso nicht mehr so viel aktiv spielen kann, weil jetzt erstmal braucht er eine ganze Weile, um wieder auf ein relativ hohes Level zu kommen, bis er dann anfängt, ne? Schwächer zu werden. Und das Problem ist, nach Push mit den Skills kann ich ja bloß ab morgen früh dann, wenn ich wieder wach bin. Aber dadurch, dass ich ja auch quasi schon direkt nach dem Aufstehen auch schon die Aufnahme machen muss, heißt das, ich werde bis zur Aufnahme morgen früh kaum gepusht haben können. Das ist das Problem. Oh mein Gott. Vielleicht sollten wir uns jetzt tatsächlich uns eher auf eine Quick Ascension konzentrieren. Ich glaube, das macht tatsächlich diesmal sogar Sinn.
Weil dann habe ich ne, da kann ich jetzt direkt bei 11.000 weitermachen. Da kann ich heute Abend noch pushen. Ja, heute Nacht dann natürlich passiert dann wie gesagt nichts. Weil ich, wie gesagt, ja, wenn ich schlafe, keine Skills aktivieren kann. Und morgen früh nach dem Aufstehen muss ich dann, wie gesagt, die nächste Aufnahme schon machen. Wegen, weil Homeoffice und so. Da kann ich jetzt mit der Aufnahme nicht so lange warten lassen. Eieieiei. Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das so. Also jetzt erstmal versuchen wir so schon natürlich hier, ne? Also man merkt jetzt so, und jetzt so guckt mal, wenn ich hier die ganzen Sachen aktiviere. Oh, dann wird schon ein bisschen schneller. Na gut, der Fick ist mittlerweile auch nicht mehr so groß. Ich meine, wir haben zwar jetzt fast Insta-Kill, aber naja, eigentlich auch nicht mehr. Naja, man merkt mittlerweile, die Essenz ist auf jeden Fall vorbei. Also viel mehr kriege ich hier nicht mehr rausgeholt. Ich meine, klar, es sieht zwar aus wie schnell, aber es ist nicht wirklich schnell. Ach komm, wir machen eine Quick Ascension, damit ist gut. Bam. Morgen Abend machen wir dann auf jeden Fall eine Transcension. Und geben unsere Ancient Souls mal anders aus. Und dann gucken wir mal, wie es dann abgeht. So. Wir hatten eine Quick Ascension, das heißt, wir können natürlich wieder die Engines hier ein bisschen hochleveln. Ja, jetzt natürlich erstmal hier, ne, das mit diesen 5E14 rausknallen. Ja, hat gut funktioniert. Okay, damit wir da mal einen sauberen Wert wieder haben. Ich meine, klar, das mit der Quick Ascension hat natürlich auch seine Nachteile, weil der Effekt von dem höher gelevelten Admin zum Beispiel, der kann natürlich auch erst ab jetzt wirken. Also das ist schon durchaus, ne? Das bringt ja mittlerweile auch nicht mehr so viel. Aber was soll's. So. Zwei, hier ist zwei. Hier ist noch, doch, hier ist auch 2. Hier 5E11. Und dann noch bei denen hier E14, E14 und E14. So, jetzt haben wir alle wieder auf glatten Wert. Ich ziehe schon mal hier die ganzen Dinger hier hoch. Einfach weil ich da gerade schon bei war. Oder so. Genau. So. Und jetzt kann ich dir nochmal gucken, bis wohin ich die ziehe. Okay, erstmal bis 5,16. Oder auch bis 6,16. Dann kriegen die überall noch eine rauf. Damit fängt es langsam an teuer zu werden. Wobei wir uns jetzt erstmal um Juggernaut kümmern. Der ist noch gar nicht hochgelevelt. Bevor wir alles ausgeben. Und schon wird das Ganze teuer. Kriegen wir hier nochmal was raufgeschubbt? Nee, ne? Doch. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich zwar nicht, aber der Kalkulator würde das gleiche tun, definitiv. So.
Damit haben wir ordentlich was ausgegeben. Ob er das was bringt, weiß ich nicht so recht. Achso, siehst du? Das Ding war gar nicht mehr aktiv. Lol. Ja, also in der Ascension schaffen wir es auf jeden Fall nicht nach bis Skogur. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht mehr in der Transcension. Aber mal gucken, in der nächsten Transcension, vielleicht schaffen wir dann tatsächlich 1.000 an Gold anzuhäufen. Und ja, der ist hier mittlerweile nur noch auf 2.000, weil ich quasi direkt, als ich gemerkt habe, dass der ganz schön hoch ist und ich umgilden wollte, direkt gemerkt habe, dass ich direkt auf Tsuchi umgilden konnte. Ich habe quasi jetzt selbst ihn komplett übersprungen. Ich habe ihn nur auf 2.000 gelevelt für die Upgrades, aber ich glaube mal, das war gar nicht mal so nötig. Ne, ihn kann ich komplett rauslassen. Gut, dann können wir dich für die Zukunft minimieren. Ach was, komm. So. Hütchen. Today's Raid haben wir gemacht, ne? Genau, genau. Dann muss ich morgen nochmal ein Raid machen. Wir haben für morgen Abend wieder zwei Belohnungen. Guck mal ganz kurz. Was der Kalki dazu sagt. Der Verkalkte. Ja, doch, tatsächlich relativ zufrieden. Oh, okay, ja genau, das haben wir definitiv wirklich. Habe ich auch gemerkt, das letzte Mal kaufen war schon einmal zu viel. Der hat ihn gleich ganz schön viele Hero Souls mit einmal geschluckt. Aber gut. Aber sonst ist ja alles in Ordnung. Ja, das hier ist definitiv, ne, also das ist nicht meine Liga, sorry, aber ich meine, wenn hier 5 stehen würde, ne, so wie bei der letzten Ascension, okay, da lasse ich mit mir reden, aber hier 0,2, also da hört der Spaß aber wirklich auf hier. Dafür haben wir wieder ein bisschen mehr Gold. Ich denke mal, das gleicht sich aus. Garantiert nicht, sonst hätten die es nicht so gemacht. Egal. Ja. Alles andere schön. Sehr schön. Gut, das heißt, an uns kann es nicht liegen, wenn wir nicht weiterkommen. Dann hoffen wir mal, dass wir weiterkommen. Auf jeden Fall ist jetzt wieder Insta-Kill. Und das ohne Kill, ohne Kill, klar. Ohne Skills. Das heißt, wir sollten wieder ganze Stücke kommen. Wie gesagt, mit Glück, also, ne, wir sollten mindestens bis 12.000 kommen. Weil das war ja eigentlich für die Ascension, die wir gerade eben gemacht hatten, eigentlich angedacht. Nun brauchen wir 2 Ascension dafür. Was ja auch letztendlich nicht so schlimm ist. Ich meine, wir haben jetzt massig Hero Souls, Rubine. Von daher. Wir müssen sowieso bald anfangen, unsere Strategie zu überdenken. Also ich werde auf jeden Fall Komowakamaru tatsächlich mal hochleveln. Also seinen komischen Outsider hochleveln. Weil mittlerweile werden die Ascension tatsächlich sehr, sehr lang. Und dann lohnt sich das vielleicht doch. Das Problem ist halt, der schluckt halt so unendlich viele Level. So unendlich viele Ancient Souls. Das ist traurig. Ja, siehst du, gut geschätzt. 30 Ancient haben wir jetzt. Also Ancient Souls. Also angenommen, ich würde ihn hier komplett umleveln zu ihm. Der hätte Komowakamaru bisher halt immerhin doppelte Effektivität. Ja, das heißt, normalerweise haben wir, also wir haben jetzt, wir haben ihm derzeit, haben wir ihn auf, haben wir ihn. Minus 23. Das heißt, er hätte minus 46 jetzt. Das heißt, bei der aktuellen Angabe hätten wir jetzt halt, naja, beim jetzigen Level auf bei minus 10 Monster ungefähr. Das macht schon einen gewissen Unterschied. Tja, und wie ich gesagt habe, mit Treasure Chest ist,
Ja, wobei Treasure Chest ist unter 100%. Vielleicht sollten wir Dora doch mal ein paar Level geben. Zumindest ein Level. Weil ein Level bringt bei ihr bereits 100%. Boah, 5. Ach so, okay. Die ist bereits hochgelevelt. Oh. Okay, das ändert die Situation ein bisschen. Weil um sie, das heißt, um sie doppelt so effektiv zu machen, obwohl brauchen wir gar nicht. Aber sie braucht mindestens ein Level, braucht sie mindestens noch. Naja, fast zwei, um auf über 100% hier zu kommen. Okay. Das Einzige, was wirklich relativ gut ist, ist die Primal Chance. Da haben wir halt 120%. Also, da ist alles weit im grünen Bereich. Tja, Babus ist leider ultra teuer. Wie ist denn Babus überhaupt gerade aktuell? Also, Babus hat minus ein Monster. Ernsthaft? Das ist ja gar nichts. Boah, Alter. Und um hier nennenswerten Unterschied zu machen, bräuchte man mindestens minus 3. Also wirklich mindestens. Naja, nee, Quatsch. Also angenommen, wir würden hier noch mindestens 3 raufpacken. Das heißt, ein Anstieg um 300%. Das wären hier 6 Level. Das ist definitiv zu teuer. Dafür, dass es nahezu denn nichts bringt, ist das definitiv zu teuer. Dann sollten wir vielleicht tatsächlich doch eher auf Kronos gehen, wobei die hat auch schon Level. Ne, weil Kronos ist ja hier viel Zeit. Das ist alles so. Oh. Ja, ihr seht richtig, wir haben 115 Sekunden und trotzdem pro Boss nur 101 Sekunde. Normalerweise ohne Kronos würden wir hier gar nicht mehr sein, weil da hätten wir pro Boss minus 10 Sekunden. Das kann man also gar nicht mehr schaffen. Außer man macht negativen Schaden. Dann wäre die Zeit auch negativ? Nein. Da würde man die Zeit einfach nur nie erreichen, weil die Zeit hochzählt. Ist auch egal. Oh, und stehen schwere Zeiten bevor, das kann ich euch sagen, ey. Ich hoffe echt nur, dass das hier, ne, mit den, dass wir hier 50 Angel Souls haben und hier nochmal 15 Angel Souls frei werden, die wir dann neu verlegen können, dass das irgendwas bringt. Denn ansonsten stehen wir echt hart auf dem Schlauch. Aber sowas von. Ich meine, wie ist unser aktueller Wert? 140. Das heißt, wir haben bereits 140 und würden 100 dazu bekommen. Das heißt, der Wert hier müsste sich fast verdoppeln. Also mindestens auf 5 anklettern. Das heißt, die Transcension Power kriegt zumindest einen ordentlichen Schub. Vielleicht ändert das schon ein bisschen was. Vielleicht reicht das ja schon aus, dass wir wieder ein bisschen weiterkommen. Wir haben halt bisher wieder nur 1E6. Na gut, ein bisschen mehr als 1E6 ist ja hier, ne? Aber trotzdem. Das macht mich alles noch nicht ganz so glücklich, muss ich schon hart zugeben, ne? Das macht mich alles nicht so glücklich. Und übrigens, für die, die sich schon wieder aufregen, ja, ich glaube, ich werde mich nie dran gewöhnen, das Ding in Vollbildmodus zu stellen. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Ist mir gerade schon wieder aufgefallen, dass wir wieder im Fenstermodus spielen. Ich kann nur noch mal für die letzten 3 Minuten hier Vollbildmodus machen. Wow. Ja, wenn es glücklich macht, bitte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was könnten wir noch machen?
die bringen uns einfach mal original gar nichts. Das bringt uns auch nicht wirklich was. Das bringt uns. Diese ganzen neuen Sachen, die alle hinzukamen, das bringt uns nichts, das bringt uns nichts, das bringt uns nichts. Das ist alles weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist alles so useless. Ich meine, okay, das Einzige, was man machen könnte, ist hier darauf gehen mit dieser Quick Ascension. Das könnte man probieren. 40 Rubine. Das könnte man probieren, wenn man hier komplett auf Quick Ascension umsteigt. Weil das würde uns. Ach nee, Quatsch, nee, funktioniert auch nicht. Ich wollte gerade sagen, weil das würde uns dann quasi immer die Quick Ascension ersparen, aber geht ja gar nicht. Weil das, was die uns geben, sind ja keine Hero Souls, sondern uns werden die Hero Souls wieder hier gut geschrieben. Das heißt, um unseren Reward von denen zu bekommen, müssen wir trotzdem ascenden. Es bringt also unterm Strich genau gar nichts. Deswegen ist alles so Schwachsinn. Also, die drei Reiter hier sind komplett useless. Also, jetzt mal no joke. Komplett useless. Das hier ist das uselesseste auf der ganzen Welt. Ich meine, in der ersten Ascension nach einer Transcension. Okay, bringt es vielleicht ein bisschen was. Genauso wie das hier direkt nach einer Transcension was bringt, wenn man hier einen hat, der Gold bringt oder sowas. Aber ansonsten, so im normalen Spielverlauf, bringen die beide gar nichts. Und der bringt generell gar nichts. Weil das, was man hier bekommt, ist generell gerade mal ein Zehntel Maximum von dem, was man bereits hat. Also ein Zehntel. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir einfach das Clicker-Game an Nagel hängen und Basic-Clicker spielen. Ein Spiel der Götter. Siehst du, habe ich euch schon den aktuellen Stand gezeigt. Ich meine, so viel hat sich jetzt nicht verändert in der letzten, zwischen den letzten Aufnahmen. Eigentlich hat sich kaum was verändert, wenn überhaupt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, auf welchen Stand ich, also welchen Stand ich zuletzt gezeigt hatte mit Basic Clicker. That is a good question. Auf jeden Fall können wir ja mal hier Changelog durchlesen. Das mit dem Idle Cache hatte ich schon gezeigt gehabt. Die anderen Sachen auch. Ja, also einzige, was dazu kam jetzt, ist, dass die Zahlen cleaner zu lesen sind. Weil quasi. Ach ja, und was ich noch geändert habe, die Tile. Das haben wir das, glaube ich, gar nicht gesehen. Wenn man das öffnet, erstens ist der Text standardmäßig nach oben gescrollt. Das heißt, man sieht direkt, was idle-mäßig ist. Und nur für die, die gerne den Changelog lesen, können halt hier durchblättern. Und standardmäßig ist auch diese Taste hier gehighlightet. Das heißt, man kann einfach nur bam, Leertaste drücken und schon ist man im Game. Genau. Ansonsten, was ich eigentlich geändert habe, ist dies mit den Zahlen. Dass die Zahlen besser zu lesen sind. Erstens habe ich die ganzen Komma entfernt. Das einzige, wo noch Komma ist, ist hier oben. Überall anders sind die ganzen Kommas weg. Und ich habe auch eine Funktion geschrieben, die quasi dafür sorgt, dass, wie gesagt, erstens das Komma halt verschwindet. Außer bei wissenschaftlicher Schreibweise, klar. Aber solange wie die Zahlen unter 100.000 sind, also hier bei 19.000 zum Beispiel, ist die Zahl komplett normal geschrieben. Und erst ab 100.000, zum Beispiel hier bei 140.000, wird es dann in die wissenschaftliche Schreibweise umgestellt. Das macht es einfach fürs Auge lesbarer, gerade die ganzen Kleinzahlen, weil wenn hier dann schon steht 9.e0, ja, macht dann auch nicht wirklich Sinn. Oder 9,000 und dann, ja. Von daher habe ich das jetzt damit ein bisschen ordentlicher gemacht. Fürs Auge ein bisschen angenehmer zu lesen. Jo. Finde ich geil. Ansonsten, wie gesagt, hat sich nicht viel geändert. Ich kann jetzt mal wieder ein bisschen hochleveln, ne? Wie viel haben wir? 5E7. Ah, scheiße. Oh, immerhin hat hier 4 Level gereicht. Kann ich wieder ein bisschen weitergehen. Ich sag's ja, ab morgen spielen wir das Clicker-Game. Macht gerade viel mehr Spaß als das hier.
Spaß. Komm, weg hier mit dir. So. Wir können hier mal unsere ganzen Skills aktivieren. Die sind jetzt mittlerweile wieder aktiv. Mal gucken, was die mit frischer Energie so alles bringen. Oh ja, das nenne ich Insta-Kill. Das ist Insta-Kill. Das ist Action. Da kommt Money auf. Da kommt Funny auf. Da kommt... Keine Ahnung. Irgendwas kommt da halt. Ach so, siehst du? Jetzt ist hier gar nicht der Zwischenwert drin, ne? Nee. Aber wir können es ja merken, wir hatten ungefähr 2 E34 gehabt. Und vergessen. Worum geht's? Oh Mann, Alter, ich bin schon so aufgeregt. Ich bin schon so am Überlegen, ob das Ganze hier, was wir machen, irgendwie total dumm ist oder total gut ist. Oder ob wir doch... Nee. Ich meine, die Idee mit dem Aktivbild war auf jeden Fall richtig. Weil sonst wären wir schon in der letzten Ascension eingeknickt. Sonst hätten wir hier gar nicht den Sprung auf 1E6 geschafft. Auf 1E5. Dann wären wir schon hier komplett eingeknickt. Garantiert. Ach was, ich mache nochmal die ganzen Guilds hier und dann, wenn ich die ganzen Guilds habe, achso, noch. Schnell den Autoclick entfernen. So, nicht, dass du hier unkontrolliert irgendwelche Heldenlevel kaufst. Da. Boom, yeah, 110! Wuhu! Was war das gerade? Das war gerade so eine Mischung aus Wuhu und Wuhu. Irgendwie so. Ach, hier. Was tue ich hier gerade? Ich will sterben. Eigentlich wollte ich das hier machen. Nein, also nicht das, sondern das hier. Aber mein Hirn hat schon die ersten Aussetzer. Aussetzer. Boah, Alter. Oh, auf damit dir. Ab auf die Strafbank. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Ja, dann sehen wir uns morgen Nachmittag. Was laber ich gerade? Nein, also morgen natürlich dreimal, ganz normal. Aber dann, ja genau, also morgen früh sehen wir uns wieder. Aber morgen Nachmittag. Nee, warum eigentlich morgen Abend? Morgen Abend machen wir den Transcension. Das ist wohl unumstößlich. Früher macht keinen Sinn. Wobei eigentlich schon. Egal, trotzdem morgen Abend. Ich habe es jetzt so festgelegt, wir lassen uns für eine Transcension immer 3 Tage Zeit. Punkt. Ne? Haut das überhaupt hin? Nee, ne? Haut gar nicht hin. 118 Stunden? Digga, es war aber mehr als 3 Tage. Es war viel mehr als 3 Tage. Hä? Was haben wir überhaupt für einen Zeitrhythmus? Weil 3 Tage wären ja genau 72 Stunden? Ja, genau. 3 Tage sind 72 Stunden. Aber das haut die Jungs vorhin. Ist auch egal. Auf jeden Fall morgen Abend Transcension. Bis dahin halt nochmal 2 Ascension plus die hier. Und dann gucken wir mal, bis wo wir kommen. Also ich hoffe, wir schaffen es. Wir schaffen es niemals bis 50. Wir haben jetzt gerade mal 30. Wir schaffen es nie bis 50. Wir sind verloren. Ey, aber der einzige Vorteil jetzt gerade die... Ah, siehst du? Das ist ein Vorteil von der Quick Ascension. Die kommen wirklich doch weiter. Das ist geil. Gar nicht mal so schlecht, du. Gar nicht mal so schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Naja, das ist ein Vorteil. Gut, ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, schauen mit V und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Aber ich glaube, bei den ersten beiden Folgen morgen wird nicht so viel passieren. Das werden ja wahrscheinlich relativ kurze Folgen. Wir ascenden einfach. Und zwar diesmal aber wieder richtige Ascension.
Das jetzt ist ja nur, weil wie gesagt, jetzt über Nacht werde ich nichts machen können. Von daher macht das jetzt halt Sinn. Das heißt, morgens für relativ kurze Folgen, Ascenden, Engine hochleveln und dann wieder die Autoklick auf die Monster rauf, auf die Helden. Und das war's. Und morgen Abend dann Transcension. So sieht's aus, so ist der Plan. Außer morgen sollte irgendwie der Dritte Weltkrieg ausbrechen oder Stromausfall in ganz Deutschland oder keine Ahnung, oder zumindest hier, ne? Oder einfach, weiß nicht, Alien greifen an. Also, ne? Es gibt so ein paar Sachen, die könnten mich aus dem Zeitplan werfen, aber nicht viel. Bis dahin. Nein. In dem Sinne, bis dahin. Schon mit V.